That's the good news. So, wir wollen weitermachen. Der Vortrag hat den Titel, was Sie schon immer über den Klimawandel wissen wollten. Und alle, die mit Eike zu tun haben, die Eike-Seite lesen, kennen natürlich Herrn Limburg. Herr Limburg ist Diplom-Ingenieur, studierte Elektrotechnik sowie zusätzlich Mess- und Regeltechnik. Er arbeitete mehrere Jahre in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines großen deutschen Unternehmens und danach in leitender Position bei einem amerikanischen Hersteller von Systemen der Mess- und Regeltechnik und anschließend in der Druckindustrie. Herr Limburg, Sie meldeten erfolgreich mehrere Patente an und sind Autor verschiedener Sachbücher. Aus der Perspektive eines naturwissenschaftlich und mathematisch geschulten Mess- und Regelungstechnikers beschäftigt er sich seit 2001 mit Fragen der globalen Erwärmung und der daraus abgeleiteten Politik. Und hieraus resultierte auch seine Mitwirkung in einem großen Forschungsprojekt und seine Mitarbeit bei EIKE, dessen Vizepräsident für Wirtschaft, Medien und Politik er ist. Herr Limburg lebt und arbeitet in Potsdam. Bitte schön. Bin ich auf Sendung? Ja, danke. Ja, herzlichen Dank, dass ich heute wieder mal die Gelegenheit habe, ein bisschen was zu meinem Lieblingsthema zu Ihnen zu sagen. Und da Sie so schön vorgelesen haben, was alles ich schon gemacht habe, kann man sagen, stimmt. Viel mehr ist nicht dazugekommen. Die letzten 18, 19 Jahre sind, wie gesagt, dem Klimathema und auch der daraus abgeleiteten Energiepolitik gewidmet. Heute habe ich den Auftrag bekommen, über den Klimawandel zu sprechen, und ich habe das mal konzentriert auf den Treibhauseffekt. Und so habe ich den Vortrag zweifach umbenannt. Ich habe ihn genannt, was Sie schon immer über den Treibhauseffekt wissen wollten. Und dabei möchte ich Sie daran erinnern, vielleicht ist Ihnen der Begriff Treibhauseffekt gar nicht mehr so geläufig, denn in den letzten Jahren kommt er in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht mehr vor. Wir hatten Treibhauseffekt, dann hatten wir globale Erwärmung, dann hatten wir Klimawandel, dann haben wir Climate Disruption gehabt und jetzt haben wir nur noch Klimakrise. Also insofern lassen wir uns mal wieder zurückgehen zum Ursprung, und das ist der Treibhauseffekt. Und da möchte ich Ihnen heute nach diesen wunderbaren Höhenfliegen, die wir alle genossen haben, von den vielen wissenschaftlichen Abhandlungen, die wir heute und gestern hören und sehen konnten, etwas wieder Banaleres bringen. Ich will einfach mal dumme Fragen stellen. Wenn Sie sich erinnern, vielleicht der eine oder andere, die Älteren, an die Feuerzangenbowle, da stellen wir uns einfach ganz dumm und gucken an, was so läuft. Und ich will mit Ihnen dann eine Reise antreten durch das Kuriositätenkabinett, habe ich es genannt, der Klimaforschung. Was ich damit meine, kann vielleicht als erster der Herr Sven Plöger uns erklären, was er unter dem Treibhauseffekt versteht und was wir davon auch verstehen sollen. Der Treibhauseffekt, das ist im Grunde genommen dasselbe wie im Glashaus, wenn Sie in eine Gärtnerei gehen. Unter dem Glas ist es deutlich wärmer möglicherweise als draußen. Kurzwellige Sonnenstrahlung, so ist es auf der Atmosphäre, trifft auf den Erdboden. Langwellige wird zurückgeworfen und diese langwellige Wärmestrahlung trifft auf Gase. Und diese Gase absorbieren die langwellige Strahlung und werfen sie zum Teil wieder zurück. Und es geht also nicht raus ins Weltall, sondern zum Teil wieder zurück in die Atmosphäre. Und das steigert die Temperatur. Die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten wäre ohne die Treibhausgase minus 18 Grad und mit den Treibhausgasen plus 15 Grad, 33 Grad wärmer. Das ist Treibhauseffekt. Also wir wissen jetzt, was der Treibhauseffekt ist, und wir tun uns nun den Tort an und versuchen mal die Begriffe, die da drin stecken, ein bisschen herauszuarbeiten und zu analysieren. Zuerst hat er ja gesagt, das Treibhaus Erde. Und dann haben wir Treibhaus, also wissen wir ja, ein Glashaus. Wir haben kurzwellige Sonnenstrahlung, elektromagnetische Strahlung in diesem Falle. Wir haben die Erde, die langwellige Bodenstrahlung, nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz, werde ich noch erklären, wird also die Erde dann erwärmen, die Treibhausgase, die das beschleunigen. Und wir haben zwei Temperaturangaben. Das eine ist die Treibhausgastemperatur ohne Treibhausgase, also minus 18 Grad. Interessanterweise,
wenn man da im Internet nachforscht, beim Max-Planck-Institut beispielsweise für Meteorologie in Hamburg, dann vergleichen die das mit einem Planeten ohne Atmosphäre, werden wir auch tun. Und wir haben dann die Treibhausgase, die die Temperatur auf 15 Grad hochbringen. Also, das erste ist das Treibhaus selber. Das ist das hier, nicht? Wir sehen also links von Ihnen das Glashaus und rechts die vergleichbare Erde. Und da fällt schon mal auf, Glashaus hat ein Glasdach und die Erde hat kein Dach. Also das ist ein gewisser Unterschied, aber das soll uns im Moment nicht so sehr interessieren. Wir gucken uns aber lieber mal an, wie es denn von der Physik her läuft. Und da zeige ich Ihnen mal das Wood-Experiment. Robert Wood war ein Physiker, der schon 1909 gesagt hat, gucken wir uns doch mal an, ob die Arrhenius-Idee stimmt. Man hat also zwei Kästen aufgebaut, die er in die Sonne gestellt hat. Den einen Kasten mit einem Glasdach. Glas hat ja, wie Sie wissen, die Eigenschaft, dass es Infrarot undurchlässig ist. Nur für sichtbares Licht. Und daneben hat er einen gleich großen Kasten, genau gleich gebaut, gestellt. Er hatte ein Salzdach, schön dünn geschliffen. Das war dann durchlässig für alle Arten der Strahlung, also für Langwellige, Kurzwellige und UV. Und dann hat er nichts weiter gemacht, als zwei Thermometer reingehängt und gemessen, was passiert, die Zeit gestoppt und hat gedacht, na gut, gucken wir mal nach. Und das Interessante war, dass nach einer gewissen Zeit sich bei beiden Kästen eine Temperatur eingestellt hat von 65 Grad, Pi mal Daumen. Interessant war aber, die Temperatur im glasbedeckten Kasten war immer etwas kleiner als die im salzbedeckten Kasten. In anderen Worten, diese vielfach durchlässigen Salzschichten in die beiden Richtungen, auch die innere Infrarotstrahlung ging raus und die äußere kam rein, war immer etwas wärmer als im Glasdach, also dem eigentlichen Treibhaus. Und daraus kann man schließen, dass zumindest diese Idee, dass das Treibhaus wie unser besagter Effekt funktionieren soll, wohl nicht stimmen kann, denn sonst müsste es ja umgekehrt sein. Also die Temperatur im Glashaus, im Treibhaus müsste höher sein. Und interessanterweise war auch, dass die Temperaturspitze im Salzhaus, sage ich mal, immer etwas schneller erreicht worden ist als im Glashaus. Dann kann man also daraus feststellen, dass die Idee oder der Name Treibhauseffekt ist einfach falsch. Im Treibhaus, wie wir es kennen, funktioniert die Unterbindung der Konvektion als Treiber der Wärme. Wenn Sie die Fenster aufmachen, dann ist es im Nu genauso warm oder genauso kalt wie draußen. Jeder kennt es vom Auto, wenn es in der Sonne steht und man die Türen öffnet oder die Scheiben, dann dauert das keine paar Minuten, dann ist das genauso. Daraus kann man also erstmal ableiten. Der Begriff Treibhaus ist irreführend. Die irdische Atmosphäre ist kein Treibhaus, sondern ein offenes System. Die erste Kuriosität, die ich denke, sollte man schon mal so ein bisschen in Gedanken Revue passieren lassen. Wir haben also jetzt das Treibhaus abgehakt und dann kommen wir zu der Erde. Das hat ja Herr Flöger auch erwähnt und da hat er von der Sonne gesprochen. Und die Sonne strahlt ja auf unsere Erde und da wissen wir, dass die Sonne eine bestimmte Strahlungsleistung hat. Wie wir heute Vormittag gehört haben, ist die sehr, sehr stabil, schwankt nur in ganz kleinsten Prozentskalen, schickt diese Strahlung zur Erde und bestrahlt die Halbkugel. Vergessen wir mal, dass die Erdachse ein bisschen schräg steht. Also tun wir mal so, als ob die Halbkugel bestrahlt wird, und zwar mit einer Leistung von 1368 Watt pro Quadratmeter. Das ist die sogenannte Solarkonstante. Und sie ist auch schon recht konstant, wenn auch die Fluktuationen, wie wir heute gesehen haben, durchaus ihre Wirkung haben über die Meere und die Ozeane. Interessanterweise, wenn man jetzt sagt, dass die Halbkugel bestrahlt, die Scheibe, dann verteilt sich ja die Energie über der Halbkugel. Und ohne jetzt den Breitengrad, den wir gestern gelernt haben, mit zu berücksichtigen, kann man ganz grob annehmen, dass auf die Halbkugel rund 684 Watt, also die Hälfte, pro Quadratmeter fällt. Das würde die ganz erste Näherung sein für jeden, der sich mit der Frage beschäftigt, wo kommt denn die Energie her? Die Treibhausforscher, die dem IPCC zuarbeiten, sehen es aber ganz anders. Die erfinden plötzlich eine Rundumsonne. Plötzlich ist die Sonne von beiden Seiten da und bestrahlt beide Seiten gleichmäßig. Zwar nicht mit der vollen Leistung, die wird dann gedimmt. Die 684 Watt werden nochmal halbiert. Das geht dann auf die Kugeloberfläche.
Und wir haben statt 684 Watt pro Quadratmeter plötzlich von beiden Seiten, jeweils auf die Halbkugel bezogen, gleich große 342 Watt pro Quadratmeter. Das ist zumindest eine Überlegung, die kann man anstellen. Man weiß ja, die Erde rotiert. Insofern gleicht sich das vielleicht über längere Zeiträume aus. Wir reden ja vom Klima, aber vom Ansatz her ist das schon mal merkwürdig. Eine weitere Kuriosität und was das für Konsequenzen haben kann, möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Auch hier lassen wir mal den Cosinus Phi über den Breitenkreis am Äquator, ist am meisten und in den Polen am wenigsten zu sehen, von dieser Energie außen vor. So. Und dann sagen wir, gut, jetzt muss die Erde im Strahlungsgleichgewicht sein. Ihr könnt also davon ausgehen, wenn wir stabiles Klima haben wollen, dann muss die eingestrahlte Energie gleich der abgestrahlten Energie sein. Und da gibt es ein sehr berühmtes Diagramm, das wir uns gleich näher angucken. Das ist das von Kiel und Trenbert, die versucht haben, die eingestrahlte Energie aufzuteilen und dann zurückzustrahlen und wie sich das verteilt in den verschiedenen Flüssen, die dann sich ergeben und so weiter. Ich komme da gleich noch genauer drauf. Und das sehen wir nochmal uns hier an. Wir haben also jetzt hier dieses eben gezeigte Kiel-Trenbert-Diagramm. Das ist der Standard, das ist hier von 1999, von 2009 gibt es ein etwas moderneres mit etwas anderen Zahlen, aber eben keine wesentlichen Unterschiede. Und da sehen Sie, erstens aus den 684 Watt pro Quadratmeter für die Halbkugel werden jetzt 342 Watt für die ganze Kugel. Also Kiel-Trenbert gehen davon aus, dass auf der ganzen Kugel ständig gleichmäßig 342 Watt pro Quadratmeter eingestrahlt werden von der Sonne, fix. Dann geht ein bestimmter Teil zurück, auf den kommen wir auch noch. Das ist die Albedo, die speist sich aus mehreren Quellen. Hauptanteil sind die Wolken. Und interessanterweise kriegt die Erde dann 168 Watt pro Quadratmeter nur noch ab von dieser Sonnenstrahlung. Aber, und das ist das Verblüffende, schiebt 390 Watt wieder zurück. Das ist die große Überraschung. Ich kriege also eingestrahlt 342 Watt pro Quadratmeter und ausgestrahlt 390 Watt und davon kommt ein Teil zurück und interessanterweise, den Sie sich daran erinnern, der Treibhauseffekt macht 15 Grad. Hier plötzlich haben wir die 15 Grad. Wenn Sie das umrechnen nach Stefan Boltzmann in Grad Celsius, dann kommt ziemlich genau raus, 390 Watt Abstrahlungsleistung müssen von 15 Grad warmer Materie erzeugt sein. Interessant ist, dass diese 15 Grad nach Kiel-Trennwert hier im Boden erzeugt werden. Nun leben wir auf dem Boden und nicht im Boden. Und wenn Sie sich fragen, ja, was ist denn die Lufttemperatur? Das sind dann die 350 Watt. Dann entsprechen die auch nur einer Temperatur von 7,15 Grad. Alles im stationären Zustand, alles im Gleichgewicht. Und trotzdem kriegen wir noch aus diesen atmosphärischen Treibhausgasen dann wieder ein Geschenk, 324 Watt als Rückstrahlung. Das ist nach meinem Dafürhalten die zweite Kuriosität. Aus einer geringen Einstrahlung wird eine große Rückstrahlung. Wie funktioniert das? Ich denke, ich habe nachher eine Auflösung, aber zumindest stellen wir uns erstmal die Frage. Oben links 342 Watt und unten 390 Watt im Boden, das sind die 15 Grad. Und dann etwas höher in der Luft sind es dann nur noch die Hälfte. Ja, das ist die zweite Kuriosität. Die dritte zeigt sich, wenn man dem Max-Planck-Institut und an den anderen folgt und sagt, der Treibhauseffekt für einen Planeten ohne Atmosphäre wäre oder mit, das sagen die dann auch, bringt keinen großen Unterschied. Wenn man also Stickstoff und Sauerstoff als Gas nimmt, weil die keinerlei strahlungsaktive Elemente in diesem Bereich haben, das kann man gut vergleichen. Nun haben wir ja erfreulicherweise einen Planeten ohne Atmosphäre in unserer Umgebung und das ist der Mond. Der ist ganz klar ohne Atmosphäre, hat den Unterschied, dass er a kleiner ist und b sich 28 mal langsamer um seine Achse dreht als die Erde. Nun ist das Interessante beim Mond, dass man dort sehr genau messen kann, was sind die Spitzentemperaturen und was sind die Durchschnittstemperaturen, anders als auf dem Planeten Erde. Und interessanterweise sollte der Mond, wenn man die Treibhausstrahlungsgleichgewichtshypothese anwendet,
eine Mitteltemperatur haben von ungefähr 0 Grad Celsius. Mal kommen plus 4 Grad raus, mal kommen minus 2 Grad, aber so um 0 Grad Celsius. Also 273 Kelvin. Wenn man aber das Mittel misst, also die Spitzenwerte misst, das hat die Weiner Mondsonde gemacht, dann denkt der Mond gar nicht daran, auf 0 Grad zu gehen, sondern er hat im Mittel minus 90 Grad Celsius oder 273 minus 90, also um 180 Grad Kelvin. Das ist bestätigt durch die Divina-Messung. Also hier haben wir wieder eine Kuriosität. Wir haben einen Treibhauseffekt, der auf die gesamte Erde, allerdings ohne Atmosphäre, bezogen ist. Und wenn wir das vergleichen mit einem realen Planeten, dann stellen wir fest, dass wir eine Riesenabweichung haben. Das nächste ist, wo wird denn die Temperatur gemessen? Wir haben ja gehört, dass die Temperatur 15 Grad sind. Nicht? Wo sind diese 15 Grad? Das fällt schon mal alles weg. Das ist also so nicht zu erklären. Die Temperatur, die im Jahr 2016 gemeldet wurde, war die höchste jemals gemessene, so wurde gesagt. Das WMO, also die Weltorganisation für Meteorologie, hat das bestätigt, lag bei 14,83 Grad. Highest ever. Seit Beginn der Aufzeichnung. Gerade eben haben wir gehört von Herrn Plöger, wir kommen auf 15 Grad als Normalzustand. Ich jedenfalls als praktischer Mensch denke, da gab es doch vielleicht eine kleine Abkühlung. Es ist zwar nur 0,2 Grad, aber immerhin ist das ein Viertel der gesamten Erwärmung oder ein gutes Fünftel der normalen Erwärmung der letzten 100 Jahre. Also hier haben wir einen Unterschied. Und wenn ich sage, was messen wir dann an Temperatur? Dann ist die erste Frage, wo messen wir, in welcher Höhe messen wir, wie messen wir? Und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Einige sagen, wir messen die bodennahe Temperatur. Das ist ja auch vernünftig. Also ich bin 1,86 Meter groß, meine Nase liegt also auf 1,80 vielleicht oder 1,75. Bei anderen ist es mehr oder weniger schon sehr vernünftig. Und deswegen haben die Meteorologen der frühen Jahre diese Wetterhütten gebaut. Und die stellt man natürlich auf, wo man sie aufstellen kann. Sprich auf Land. Und dort muss man auch den Boden entsprechend gleich standardisieren, deswegen muss es Gras sein und Wald muss in bestimmten Abständen entfernt sein. Was wir aber auch haben, 70% der Weltoberfläche ist Wasser, Meer, Ozean. Und da ist das Messen schon wesentlich aufwendiger, seltener und schwieriger. Und trotzdem führen wir alles zusammen zu einer Mitteltemperatur. Und wenn ich nochmal ein bisschen den Blick in die Geschichte mache, dann sehen wir hier eine Wetterhütte, wie sie in vor 100 Jahren oder 80 Jahren benutzt wurde. Die Wildschirhütte hier in Mensch dagegen, die war 4 Meter hoch, wo jetzt der Pfeil drauf ist. Das ist die Standardhütte, wie sie heute bis vor 15 Jahren verwendet wurde. Das sind die Hütten oder die Köpfe, wie wir heute haben. Also wir sehen eine Vielzahl von verschiedenen Messkörpern. Und ich kann Ihnen schon sagen, alle haben einen Einfluss auf die gemessene Innentemperatur. Alle. Ja, da entstehen überall Abweichungen, schlicht systematische Fehler. Alle sind verschieden. Und wenn ich dann auch den Boden sehe, wenn ich je nachdem, über welchen Boden ich messe, hier sind Unterschiede bis zu 30, 40 Grad zwischen Asphalt und Wald und See. Und wenn ich den Ozean mir anschaue, dann sind das die Messmittel, die man früher benutzt hat, bis etwa so Anfang 1940, 1950, manchmal auch noch heute. Wenn da so ein Segelschiff oder ein Motorschiff mit einigen 10, 15 Knoten da lang rauschte und der Leichtmatrose wurde geschickt, doch jetzt mal den Wassereimer, den Pütz links über Wasser Bord zu schmeißen und eine Wasserprobe zu nehmen, da musste er schon sehr aufpassen, dass er nicht mit über Bord gegangen ist, weil natürlich sofort eine Bremswirkung da war und man konnte dann das Wasser rausholen und dann musste man zusehen, dass es nicht abgekühlt wurde. Also es war eine sehr aufwendige und sehr mühsame und sehr ungenaue Messmethodik, die immerhin einen Eindruck geben soll für 71% der Weltoberfläche. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, das hatte ich letztes Mal gezeigt, dass diese Schiffe ja nur dort fahren, wo es kommerziell einen gewissen Sinn macht, also auch nur auf den Hauptschifffahrtsrouten, dann stellt man fest, dass die Abdeckung mit sogenannten SST, Sea Surface Temperatures, ausgesprochen mager war und immer noch ist. Ja. Sehen wir also das weitere Kuriosität, ist, wie bestimme ich eigentlich die Mitteltemperatur dieser Erde? Wir haben schon gemerkt,
dass das nicht ganz so einfach ist und dass man sich da unter Umständen mit der Frage beschäftigt, kann ich denn das aus dem Strahlungsgleichgewicht alleine ableiten, diese 15 Grad. Dann haben wir noch einen weiteren von den vielen, die ich rausgesucht habe, Einfluss, das ist die Albedo, das ist hier vom IPCC mal so eine Karte, das im Wesentlichen die Wolken, aber auch natürlich der Boden über der Wüste strahlt die Energie zurück, über dem Wasser strahlt die Energie zurück, teilweise jedenfalls, über Wald sieht es anders aus, aber der größte Anteil kommt von den, Wald, von den Wolken. Und dieser Einfluss, den finden wir jetzt auch wieder im Kiel-Trennwert-Diagramm, der wird interessanterweise als konstant angenommen. Also man unterstellt bei den gesamten Treibhausbetrachtungen, dass diese Albedo konstant ist. Heute Morgen haben wir gelernt, dass die Wolken einen ganz bestimmenden Einfluss auf die Erdtemperatur haben. Wie man dann auf die Idee kommen kann, den Wolkeneinfluss und andere Einflüsse, die die Albedo bestimmen, als konstant anzunehmen, halte ich für eine weitere Kuriosität mit 31% konstant. Da haben wir es. Und wenn man sich die Fachbücher anschaut, die sich mit der Frage nach der Albedo, ich musste mal stolpern, beschäftigen, ich habe einige Fachbücher dazu gelesen, dann stellt man fest, dass die Meteorologen der 20, 30, 50 Jahre zurückliegenden Fachbuchliteratur durchaus wussten, dass die Albedo sehr, sehr unterschiedlich ist. Hier ist zum Beispiel aus dem Lexikon für Geographie steht, insbesondere unterscheidet sich die Albedo einer Oberfläche für kurz- und langwellige Strahlung erheblich. Dazu muss man wissen, dass die kurzwellige Strahlung der Sonne etwa 45% der Energiemenge liefert, die langwellige Strahlung etwa 46% und die UV-Strahlung den Rest. Also beide Strahlungsarten sind gleich massiv tätig. Wenn wir in der Sonne sind, merkt man, dass wenn es auf dem Rücken brennt, ist die langwellige Strahlung. Und wo wir braun werden, das ist die kurzwellige Strahlung, jedenfalls die UV-Strahlung. Also Sie sehen, da sind Annahmen getroffen, die so ohne weiteres nicht stehen kann. Und wir wissen heute, dass die Albedo nicht nur sehr unterschiedlich ist, sondern auch stark variiert. Sie ist vor allen Dingen nicht statisch, was beim Treibhauseffekt nach meinem persönlichen Eindruck unter die Räder kommt. Zum Beispiel im Fachbuch von Smarski, Kuttler und Pete heißt es, dass die kurzwellige Albedo 60-90%, also ganz stark variiert, und 10% im langwelligen Bereich. Die ist also wesentlich stabiler. So, und dann kommen wir zum Strahlungsgleichgewicht und da kommt ein merkwürdiger Geselle daher. Der nennt sich Stefan Boltzmann-Gesetz. Das ist nicht der Stefan Boltzmann, sondern wie alle inzwischen wissen, ist das ein Herr Stefan und ein Herr Boltzmann und die zusammen haben dann durch ihre Forschung es erlaubt, dass dieses Gesetz formuliert wird. Und das sieht so aus. Hier haben wir das. Also die abgestrahlte Leistung links oben ist gleich einer Konstanten, der Stefan-Boltzmann-Konstanten, der Abstrahlungsfläche, von der die Strahlung ausgeht, und der Temperatur hoch 4 bezogen auf einen Schwarzkörper, der im Gleichgewicht ist. Das ist die entsprechende Strahlung und die wird benutzt, um die entsprechenden Strahlung, wenn ich sie gemessen habe oder bestimmt habe, die Temperatur zu bestimmen oder umgekehrt, die Temperatur bestimmt die Strahlung. So ist es eigentlich in der Reihenfolge richtig. Und jetzt muss man die Frage stellen, wenn man sich dieses Diagramm, was wir eben gesehen haben, anschaut, haben die vielleicht was missverstanden? Und warum, was sie missverstanden haben, möchte ich mal versuchen aufzuklären. Wenn Sie nämlich die 390 Watt umrechnen, das habe ich vorhin schon gezeigt, das hat hier der Herr Rainer Hoffmann mal in seinem Video verkündet, dann finden Sie, dass diese 15 Grad exakt der Strahlung, das ist ein paar Watt Abweichung, von 390 Watt pro Quadratmeter entsprechen. Und daraus umgekehrt muss man den Schluss ziehen, diese Temperatur ist eigentlich nie gemessen worden, geht auch gar nicht. Man hat zwar sehr viele Versuche unternommen, aber mangels der Abdeckung der Erde mit Thermometern, mangels der Problematik, die ich nicht lösen kann, was die Seewassertemperaturen anbelangt, ist dieser Wert also eher, ja, was die Messtechnik anbelangt, mehr als geschätzt. Und aufgrund der
Strahlungsbilanz zwischen Einstrahlung und Ausstrahlung unter Annahme, dass die Sonne von beiden Seiten strahlt, kommen dann diese 15 Grad raus im Boden. Und wie schon vorhin erwähnt, wenn ich dann die Lufttemperatur selber nehme, sind es sogar nur 7 Grad. Auch das eine Kuriosität, die aus meiner Sicht der Auflösung harrt oder der Erklärung. Und woher dann die 324 Watt Rückstrahlung kommen, auch das müsste man dann mal in Bezug der anderen Strahlungskomponenten sich anschauen. Wenn man dann aber sieht, dass das Stefan-Boltzmann-Gesetz hier in einem Sonderfall behandelt wurde, nämlich, ich habe ja gezeigt, wir haben einerseits die Leistung P ist gleich Konstante mal Fläche mal T hoch 4. Das gilt aber nur, wenn ich eine sehr, sehr tiefe Umgebungstemperatur annehme, nämlich die des Weltalls. Die liegt bei 0. Per Definition 0 Kelvin oder 0,1, ja, 0 Kelvin entsprechend 0,13 Grad, 273 Grad, 0,15 unter dem Celsius-Wert. Es muss also, um eine echte Strahlungstemperatur zu berechnen, nicht nur die primäre Temperatur T4 nehmen, sondern auch die Umgebungstemperatur. Und dann erweitert sich das Stefan-Boltzmann-Gesetz in die Umgebungsgleichung und dann stelle ich fest, der Körper strahlt im eingeschwungenen Zustand nur so viel ab, wie die Differenztemperatur ihm es erlaubt. Und wenn man das jetzt anwendet auf die vorher gezeigten Kuriositäten, dann kommt man, hier nochmal die Erklärung, zu einer ganz anderen Darstellung, was die Temperatur der Erde treibt. Hier ist erklärt, wie das zusammenhängt. Jeder Ofenbauer kennt das, jeder Thermodynamik kennt das. Hier nochmal das Bild. Ich habe also eine Sonne auf der linken Seite. Ich habe die Kreisfläche, die bestrahlt wird, und ich verteile jetzt die Energie auf die Erdhalbfläche. Und wenn ich das tue und das Stefan-Boltzmann-Gesetz korrekt anwende, dann ergibt sich interessanterweise statt der minus 18 Grad ohne Treibhausgase plus 15 Grad auch ohne Treibhausgase oder mit Treibhausgase spielt im Grunde gar keine Rolle. Gestern haben wir gelernt, der Treibhauseffekt sind nicht 30 Grad oder 33 Grad, sondern vielleicht 2 Grad. Also jedenfalls verschwindet er bei dieser Betrachtung in den Bereich des weniger Interessanten, also im Bereich von 1, 2 oder weniger Graden. Und der Autor dieser Zeilen zieht dann daraus den Schluss, der ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt keinen Treibhauseffekt, zumindest ist er von der Höhe her, von der Auswirkung her, von der Höhe der Temperatur, die wir auf dieser Erde haben, eher vernachlässigbar. Das ist die nächste Kuriosität. Und wenn ich dann noch sehe, welche Messungen wir eigentlich anstellen, dann stelle ich fest, dass die Klimaforschung alles kann, nur keine Fehlertheorie. Als Messtechniker lernt man das, dass jede Messung mit Fehlern behaftet ist und wenn ich mehrere Messungen zusammen addiere, sei es Mittelwerte bilde oder was immer, multipliziere, jeder Statiker, jeder Ingenieur, jeder Maschinenbauer muss das beherrschen, damit die Dinge, die nachher auf die Welt losgelassen werden, nicht runterfallen oder das zusammenbricht oder man die Treppen falsch liegt oder was immer. Und diese Frage müssen wir auch bei der Lufttemperatur stellen. Die wahre Lufttemperatur, hier zum Beispiel mal gezeigt, 3 Wetterhütten mit verschiedenen Anstrichen, eine ohne, eine mit weißem Kalkschlamm geweißt und andere mit einem Lack aus Kunststoff. Ja, und die Kurven, was diese Wetterhütten messen bei gleicher Strahlung, sind bis zu 20 Grad in der Spitze verschieden. Also ich muss schon sehr genau hingucken, welche Dinge vergleiche ich eigentlich, welche bringe ich zusammen in meiner Mitteltemperatur. Wir messen also nicht die wahre Lufttemperatur, sondern wir messen irgendwas dazwischen. Hier sehen wir das. Und wenn man das alles in die Modelle mit einrechnet, und das hat der Kollege Pat Frank, Dr. Pat Frank, in den USA vor kurzem und schon länger gemacht, dann stellt er fest, wenn ich das auf die Modelle anwende, die ja in 20 Minuten Schritten
einen neuen Zustand erzeugen, diesen neuen Zustand als Beginn der neuen Modellrechnung annehmen, dann wieder 20 Minuten später einen neuen, dann addieren sich die Fehler nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit auf, kann ich ihn noch nennen. Und das heißt, der wahre Wert, der sich irgendwann ergibt, liegt irgendwo nicht auf der schwarzen Kurve, das wir als Modellkurve ständig genannt bekommen, sondern irgendwo da um rot, blau oder hellblau. Und dieser Fehler wird so groß, hier nochmal präzise dargestellt, dass wir nicht sagen können, mit einer Differenz von plus minus 18,75 Grad, wenn ich von einem exakten Wert mit kleinen Fehlern, die allein durch die Wolken beispielsweise gebildet werden, mit einer Fehlergröße von plus minus 4 Watt pro Quadratmeter, wenn ich das hochrechne in den Modellen, dann komme ich hinterher auf das gelbe Streufenster. Und das heißt natürlich nicht, wie manche der Kritiker gesagt haben, dass die wirkliche Kurve da hin und her schwankt, dazwischen, mal nach oben, mal nach unten. Nein, sie sitzt sicher stetig irgendwie dahin gelaufen, irgendwo. Ich weiß es nicht, es verliert sich im Fehlerrauschen. Also die linke Kurve ist die, die wir gezeigt bekommen als Modellberechnungsergebnis. Und die rechte Kurve, etwa 115 Mal im Faktor ist der Fehler viel größer, wäre die, die ich bei korrekter Anwendung der Fehlertheorie und der Fehlerfortpflanzung eigentlich zeigen müsste. Macht natürlich keiner, zeigt aber, dass die entsprechenden Hochrechnungen so viel wert sind wie ein Stück Tempotuch oder was immer. Und wenn man das Ganze auch noch rückwärts sich anschaut, ich hatte ja von den vielen Fehlereinflüssen schon letztes Mal gesprochen, und das auf die globale Zeitreihe der Hedley-Kurve anwendet, die ja hier mit sehr engen Fehlergrößen benannt ist und das wirklich konsequent rückwärts versucht mit Fehlerunsicherheiten zu gestalten, dann ist die Kurve, die sich daraus ergibt, diese. Und das heißt im Klartext, auch die hinteren Temperaturgänge verschwinden eigentlich im Rauschen der Unsicherheit. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wenn wir all die Kurven sehen, die wir vorhin und gestern gesehen und gehört haben, die ja alle sehr präzise waren und auch viele Schlüsse erlaubt haben, würde das nicht genauso anwendbar sein dort? Wenn man die absolute Temperatur sich anschaut oder die absolute Änderung, dann ist das zutreffend. Was aber hier besonders ist, ist die Fehler, die ich hier alle einrechne, sind alle mehr oder weniger statisch. Das heißt, die Wetterhütte vergammelt und dann verändert sich schleichend der Messwert und das müsste ich korrigieren oder ich streiche die neu an, dann habe ich plötzlich einen Sprung, dann bleibt es aber wieder statisch und so weiter. Das, was wir die letzten Stunden gesehen haben, heute Vormittag und gestern Nachmittag und Vormittag, sind im Wesentlichen Variationen, Schwingungen und die bilden sich in der Fehlerdarstellung nicht ab. Die schlagen also durch. Insofern habe ich lange dazu gebraucht, bis ich das begriffen hatte. Ich hoffe, Sie begreifen es auch oder nehmen es mir zumindest ab. Die schlagen durch. Insofern sind diese Arbeiten, die wir alle gesehen haben, äußerst wertvoll mit einer kleinen Einschränkung. Absolutwerte kann man daraus schlecht ableiten, weil eben die Unsicherheiten doch zu groß sind. Und wenn man das alles zusammenrechnet, hier zitiere ich mal Pat Frank, der auf die Klimaforschung nicht gut zu sprechen ist und sagt, Sie haben vollkommen die systematischen Messfehler ignoriert, welche die Temperaturaufzeichnung durchziehen und diese ungeeignet machen, um irgendetwas über das historische Klima daraus abzulesen. Klimaalarmismus, so nennt er das, ist künstliche Pseudowissenschaft und zwar von Anfang an so gestaltet, dass es wie Wissenschaft aussieht, aber nicht ist. Das lassen wir erstmal ein bisschen sacken und nun zeige ich Ihnen noch zur Krönung den Schlussfilm. Wieder unser Freund. 7 Grad machen diese 0,04% CO2 aus. Sonst hätten wir, wenn wir keine Treibhausgase hätten, das ist vielleicht mal wichtig zu sagen, hätten wir auf unserem Planeten winterlich anmutende minus 18 Grad. Durch den natürlichen Treibhauseffekt haben wir plus 14, das sind 32 Grad mehr. Die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten wäre ohne die Treibhausgase minus 18 Grad. Und
Und mit den Treibhausgasen plus 15 Grad, 33 Grad wärmer. Das ist Treibhauseffekt. Das heißt, Sie merken, dass unser Wetterfrosch Sven Plöger innerhalb von 9 Jahren es geschafft hat, 1 Grad verschwinden zu lassen. Ein ganzes Grad. Kann man sagen, okay, ob das nur 1 Grad wärmer oder kälter in Berlin ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Aber es geht ja um die Mitteltemperatur dieser Erde, von der ich Ihnen gezeigt habe, dass sie doch nicht genau zu bestimmen ist und schon gar nicht mit den Mitteln, die die Klimaforschung anwendet. Jetzt haben die irgendwann gemerkt, die 15 Grad sind es nicht wirklich, weil wir ja erst 14,83 Grad hatten. Also müssen es nicht 15 Grad sein, die wir als Mitteltemperatur haben, sondern 14 Grad. Auf einen Federstrich hin ist die gesamte Erwärmung des vorigen Jahrhunderts verschwunden. Das ist moderne Klimaforschung. Mein Fazit: Fast die gesamte Klimawissenschaft des IPCC basiert nicht auf fester Physik, sondern ist Sumpf. Anders kann ich es wirklich nicht benennen. So gut wie jede Größe Dorf ist unscharf oder überhaupt nicht definiert. Die Werte, die Sie annehmen können, basieren so gut wie alle auf falscher Mathematik, falsch angewendeter Physik und auf Daten, die mittels Schätzungen über Annahmen gewonnen wurden, die ihrerseits auf Schätzungen beruhen. Und, was dazu kommt, fast nie in der Realität vorkommen. Man kann das Ganze auch noch viel kürzer ausdrücken, und zwar so. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wollte ich Ihnen mitteilen. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Danke. Dankeschön, Herr Limburg. Wer möchte dazu etwas sagen? Herzlichen Dank für diese Auflockerungen. Ich kann alles sehr gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben, aber über eine Sache bin ich vollkommen irritiert, und das ist der Treibhauseffekt. Ich muss gestehen, ich bin kein Physiker, ich bin aber bisher davon ausgegangen, dass der Treibhauseffekt, wie das auch zum Beispiel von Professor Lüdecke beschrieben wird, dass das eine physikalische Tatsache und eigentlich eine unbestrittene Sache ist. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Gerne. Da muss ich gestehen, mit meinem Freund Horst Lüdecke und einigen anderen hier im Saal bin ich da in einem Streit. Wir streiten uns nicht darüber, ob das diese oder jene Wirkung hat, sondern die Frage, ist die Wirkung so groß, und wenn ja, ist sie groß genug? Und wir kommen gemeinsam zu der Feststellung, sie ist so winzig, so klein, insbesondere der anthropogene Anteil daran, dass wir uns darüber keinen Gedanken machen müssen, aber die Folgen dieser Politik doch minimieren oder auf Null bringen müssen. Trotz alledem bleibt der Dissens darüber, ob der Treibhauseffekt da ist. Was eindeutig da ist, und da glaube ich, stimmt jeder zu, ist, dass die sogenannten Treibhausgase Infrarot-Eigenschaften haben, das heißt, sie absorbieren und sie emittieren elektromagnetische Energie, gar keine Frage. Inwieweit das dazu berechtigt, dann großräumig, und das habe ich Ihnen ja gezeigt, auf den Erdball darzulegen, was die Wirkungen davon sind, halte ich für immer noch, und je mehr ich mich damit beschäftige, kühn. Das heißt nicht, dass wir das nicht wieder mal hin und wieder diskutieren, aber ich bin mal so erzogen, dass ich der Sache versuche, auf den Grund zu gehen, und ich habe bisher diesen Grund nicht gefunden. Schlicht und ergreifend mag ja sein, dass ich da völlig falsch liege, aber da ich nun aufgefordert wurde, Ihnen das mal darzulegen, habe ich mein Bestes versucht und es Ihnen versucht darzulegen. Was wir zum Beispiel von Herrn Dr. Schnell gehört haben, ist Spitzenexperimentiertechnik, Spitzenwirkung. Er zeigt, dass die Infrarotstrahlung der CO2, Methan oder Propan, alles da ist. Aber man muss auch mal anders denken. Man nennt bestimmte Eigenschaften, die ein Stoff hat, emergente Eigenschaften, also aus sich heraus. Beispielsweise ist Wasserstoff ein sehr leichtes Gas, während Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff A in Normaltemperatur nicht gasförmig ist, wie die beiden anderen Komponenten, sondern flüssig. Und es ist viel schwerer. Also die emergente Eigenschaft von Wasser ist ein bestimmtes spezifisches Gewicht, anders als die Komponenten ihre eigenen Eigenschaften haben. Aus sich heraus hat Wasser eine andere Eigenschaft. Nehmen wir dagegen Eisen. Eisen hat als emergente Eigenschaft eine hohe Dichte,
und damit ein bestimmtes spezifisches Gewicht. Und wenn ich jetzt einen Eisenkörper in Wasser schmeiße, dann geht der im Allgemeinen unter. Aus den emergenten Eigenschaften, zigmal schwerer als Wasser, könnte ich also schließen, das Eisen schwimmt nie. Das ist falsch. Wir haben jede Menge Schiffe auf dem Wasser aus Eisen, die wunderbar schwimmen. Also kommen andere Eigenschaften dazu, die ich dem dann entweder natürlich oder per Konstruktion angedeihen lasse und habe plötzlich eine andere Wirkung, obwohl die emergente Eigenschaft von Eisen ist, deutlich schwerer im spezifischen Gewicht zu sein als Wasser. Also ich will damit sagen, aus der schlichten Eigenschaft von infrarotsensiblen Gasen, die Herr Schnell und andere wunderbar auch im Labor messen und mit sehr viel Aufwand, ist es nicht zulässig für meine Begriffe, für echte Wissenschaft zu folgern, das und jenes muss daraus kommen. Ich kann Hypothesen aufstellen und aus meiner Sicht, stehe ich vielleicht allein da, ist die Treibhaushypothese eine Hypothese, die nach wie vor unbewiesen ist. Ich habe Ihnen ja das Beispiel des Mondes genannt. Ich muss also dann versuchen, diese Hypothese zu belegen durch Beweise und das gelingt immer schlechter, wie ich denke. Ich habe Ihnen die Kuriositäten, die da als Annahmen zugrunde gelegt werden, gezeigt. Und darauf schließe ich, und das ist nur meine ganz persönliche Meinung, da ist eigentlich kaum was dran oder wenig dran. Ich hoffe, ich habe mit einer langen Antwort auf eine kurze Frage Ihre Bedenken noch vergrößert. Die NASA hat ja über der Erde verteilt ihre Messpunkte, andere Organisationen auch. Und die NASA hat zwischen dem 30. und 60. Breitengrad nördlicher Breite 2700 Temperaturmesspunkte. In der Antarktis hat die NASA 8 Messpunkte. Die Fläche der Antarktis sind 13 Millionen Quadratkilometer. Allein die Fläche von Europa bis zum Ural sind 10 Millionen, also deutlich weniger. Jetzt frage ich mich, wie kann sich die NASA erkühnen, mit 8 Messpunkten in einem 13 Millionen großen Areal eine Mittelwertbildung zu machen? Stellen wir uns nur vor, wir haben in Deutschland mit 330.000 Quadratkilometer 8 Thermometer stehen und sagen daraufhin, wie das Wetter morgen wird, die Temperatur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die IPCC-Leute, die überwiegend keine Wissenschaftler, sondern nur Beurteiler sind, wie die so einen massiven Fehler ignorieren oder nicht wahrnehmen, dass 8 Thermometer auf 13 Millionen Quadratkilometer angeblich eine Aussage zulassen. Herr Lenkfelder, das ist eine gute Ergänzung. Ich hatte das letztes Jahr darüber auch schon mehrfach gesprochen. Das ist genau das, was mich dazu verleitet hat, zu sagen, wie genau sind denn die historischen Temperaturwerte entstanden und wie kann man sie interpretieren? Und wenn Sie dann noch den Ozean dazu nehmen, das habe ich Ihnen ja auch gezeigt, die Hauptschifffahrtsrouten, da ist die Zahl der Messpunkte vergleichsweise noch viel weniger und die Fläche, die dann bezogen wird, viel größer. Einen Vorteil hat diese Seewassermessung, da das Wasser wesentlich träger reagiert aufgrund seiner großen Masse, aber auch schneller Wärme leitet. Also sind größere Flächen vergleichbar als wie bei Land, wo die Unterschiede gewaltig sind zwischen Stadt und Land. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die inzwischen sich sehr genau angucken, wie denn der Wärmeinsel-Effekt, wir haben ja gestern davon einiges gehört, sich auswirkt. Und man kann mit guter Wahrscheinlichkeit feststellen, da 50% der Menschheit heute von den knapp 8 Milliarden in Städten wohnen, dass die gesamte Erwärmung vielleicht 80% allein auf den Wärmeinsel-Effekt zurückzuführen sind, weil die Messstationen alle dort stehen. Nun gibt es den Einwand, ja, die Satelliten tasten 90% der Weltoberfläche ab, das ist richtig, bis auf die Pole übrigens, weder an der Antarktis noch am Nordpol können die da gucken. Und die gleichen das aus, da ist was dran. Auf der anderen Seite sind natürlich die Satelliten auch keine direkten Temperatursensoren, sondern indirekte Messungen, müssen also kalibriert werden. Und diese Kalibrierung zeigt, dass wir eine bestimmte Temperaturänderung haben, da werden wir nie eine genaue Temperatur haben. Und was hinzukommt, die Temperaturen lösen zwar die Fläche sehr gut auf, aber nicht die Höhe.
Die messen also die 0 bis 5 Kilometer ist die untere Troposphäre, dann gibt es die mittlere Troposphäre, wiederum 5 Kilometer und dann ab 10 bis 15 Kilometer sind dann die obere Troposphäre. Die Kurven kann man alle wunderbar auswerten und wie gesagt jede Menge Zyklen daran erkennen und die sind auch durchaus tragfähig, weil sie ihre Entsprechung in bekannten solaren oder ozeanischen Zyklen haben. Aber daraus eine absolute Temperatur für die Erde abzuleiten, ist nach meinem Dafürhalten als schlichter Messtechniker schlicht Fantasterei. Ja, und Wilfried Schwarze aus Paderborn. Herr Professor Limbo, ich habe eine Frage. Professor Gerlich und Dr. Tscheuschner haben sich auch in einer Arbeit zu dem Treibhauseffekt geäußert. Wie schätzen Sie die Ergebnisse zu Ihrer Sichtweise ein? Oder wie können Sie die Unterschiede darlegen? Also danke für den Ehrentitel, Professor. Ich bin Diplom-Ingenieur, danke trotzdem. Ich kenne die Arbeit von Gerlich und Tscheuchner und halte sie für fundamental. Sie haben als Erste festgestellt, dass die Temperaturen also über die Gesamtoberfläche integriert werden müssen, was keine leichte Aufgabe ist, und zwar in jeder Richtung. Also einmal das Integral um den Äquator rum und einmal zwischen den Polen, um überhaupt zu einer Aussage zu kommen. Und da wir ja das T-hoch-4-Gesetz haben, wo also die Temperatur mit der vierten Potenz eingeht, sind auch kleine Änderungen der Temperatur mit großen Auswirkungen auf die Strahlungsleistung verbunden. Ich halte die für fundamental nach wie vor. Damit bin ich in Dissens mit einigen meiner Kollegen bei EIKE. Das ist alles gut und schön, solange wir einig sind, dass die gesamte Treibhauswirkung, zumindest was den anthropogenen Einfluss anbelangt, gegen Null tendiert, können wir wunderbar miteinander arbeiten und haben genügend Zeit beim Rotwein oder wo immer dann über unsere unterschiedlichen Ansichten zu diesem Thema zu diskutieren. Aber ich halte sie für wirklich fundamental. Sie ist inzwischen ergänzt worden durch einige andere Arbeiten, aber sie ist die Basis an sich für eine vernünftige Betrachtung dieser Entwicklung. Weitere Fragen noch? Jemand? Habe ich Sie alle nicht genug ermüdet? Okay. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie mir so angespannt zugehört haben. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gefordert. Und bis zum nächsten Mal. Danke.